Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich ein neues Format ausprobieren, und zwar ein bisschen Schminki mit den neuen Disney-Paletten. Und ja, wir befinden uns heute in meinem Schminkzimmer. Ich hoffe, es geht von den Lichtverhältnissen einigermaßen und dass die Kamera gerade genug ist. Es ist ein kleiner Testlauf und ihr könnt mir ja gerne Feedback dazu geben, ob euch das Format gefällt und ob das so erstmal vorerst in Ordnung ist und ob ihr genug gesehen habt und gehört habt und wie die Lichtverhältnisse sind. Ja, das schon mal vorab. Und ja, hinten ist ich habe ein bisschen Licht gelassen, weil wenn ich es komplett hoch mache, dann ist es zu überbelichtet und ansonsten ist es zu dunkel. Vielleicht gucke ich mir es gleich nochmal an und ob ich die Luke, glaube ich, die irritiert. Ich probiere es mal aus und melde mich gleich wieder bei euch. Ich denke, so ist wahrscheinlich besser. Ich hoffe es zumindest. Hier im Hintergrund seht ihr mein Einhorn Lisa und hier ist ein bisschen Schminkchaos, da ich gerade am Aufräumen und Ausmisten einiger Sachen bin. Und da seht ihr meine Nagellacke. Sind noch nicht alle, aber ich werde noch einige aussortieren. Vielleicht nehme ich euch da mit. Das werden wir dann sehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Nehmt euch was zu trinken oder zu essen. Und ja, los geht's, würde ich mal behaupten. Ich werde auch die Brille absetzen. Ja, die ungeschminkte Wahrheit. Aber ja, so sind wir nun mal. Ich habe auch was zu trinken. Salbeitee. Weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Zum Befeuchten nehme ich ein Balea Wasserspray. Ebelin-Schwämmchen. Sieht jetzt auch nicht so sexy aus. Ich habe es auch jetzt nicht gewaschen. Ich wasche mein Schwämmchen zwar regelmäßig, aber auch jetzt nicht übertrieben nach jedem Gebrauch. Muss ich ehrlich zugeben. Als Augencreme nehme ich von Essence diese Café to Glow. Die ist auch nicht mehr so gut gefüllt. Hier unten habe ich einen Spiegel, also es kann sein, dass ich da auch in den Spiegel schauen muss, weil ich ein Blindfisch bin. Ja, die versuche ich momentan aufzubrauchen. Ich finde sie so lala. Ja, mal gucken, was wir hier heute zusammen herzaubern können. Ich nehme mir mal so ein feuchtes Tuch. Gibt es auch schon nicht mehr, waren auch schon einigermaßen trocken, aber ja, ich habe sie mit Wasser befeuchtet, weil es viel zu schade ist, diese wegzuschmeißen. Als Creme nehme ich von Rival de Loop eine Ultra Protect Creme, ich hoffe, ihr könnt sehen, Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15, die ist schon etwas älter, aber ja, was soll der Geiz? Die ist noch top in Schuss. Ich nehme bzw. verwende momentan auch die Nachtcreme davon. Die mag ich sehr gerne. Die Nachtcreme ist mußig. Ja. Eierkopf-Präsentation. Ja, ich habe mein Linsenlicht drin, da ich meine Brille heute tragen werde. Ich möchte nachher noch ein Aufgebraucht-Video von den Märzprodukten drehen für euch. Und ja, da habe ich mir gedacht, machen wir uns mal gemeinsam einigermaßen schick fürs Wohlbefinden. Und dann wollte ich euch natürlich auch die von der neuen Disney-Kollektion, die von Essence, die ja, Lion Simba Palette zeigen. Das ist ein Primer von Rival Loves Me. Dewy and Fresh habe ich im Tauschpäckchen mit der lieben Sue gehabt. Eigentlich wollte ich den aussortieren, weil irgendwie
weiß ich nicht, da steht mit Hyaluron und Aloe Vera und er hinterlässt ein ganz schön frisches Gefühl, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn aussortieren wollte, aber irgendwie mag ich ihn. Ich finde, die Foundation sitzt da auch ganz schön drauf. Ist nicht zu pappig und hinterlässt ein schönes frisches Gefühl, meiner Meinung nach. Ja, ihr Lieben, bald ist Ostern. Feiert ihr Ostern? Habt ihr Ostergeschenke schon besorgt? Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr dazu steht? Wir haben keine Ostergeschenke, wir schenken uns nichts. Wir verbringen die Zeit gemeinsam miteinander. Als Foundation nehme ich die uralte Catrice Photo Finish. Ich habe noch hier so einen Rest, den will ich unbedingt aufbrauchen. Und für ein bisschen Glow P2 aus der Deepwater Love LE DC Breeze oder das Sea Breeze Schimmerfluid. Uraltes Zeug, aber hat keinen Geruch. Und ja, ich mag es einfach. Ich mixe mir das dann immer so auf dem Handrücken. Ja, mir reicht das vollkommen. Alles, was gut duftet oder gar nicht riecht und die Konsistenz nicht verändert, wird in meinem Gesicht natürlich platziert und jeder soll das für sich entscheiden. Manche, ja, verwenden die Sachen dann nicht. Ich hatte das gar nicht offen, deswegen, ich habe es erst vor einer Woche aufgemacht und will es einfach aufbrauchen, weil es ganz schönes Hautbild macht, finde ich. Es macht einen schönen Glow, nicht zu viel, nicht zu wenig. Es erstrahlt die Haut, weil diese Foundation, die ist so richtig pappig, finde ich. Also die, erstens riecht die nicht so schön, die riecht wie, weiß nicht, die riecht einfach nicht so schön. Die riecht auch nicht vergammelt, aber irgendwie mag ich diesen Geruch nicht. Und die ist so fest und ich weiß nicht, ich mag die nicht. Daher mache ich ein bisschen Glow. Ja, ich muss mal ein bisschen ab und zu mal runter gucken. Ja, meine Gardinen sind in der Wäsche, ist noch nicht aufgehangen, aber ich wollte das Video jetzt drehen. Ich muss auch noch Fenster putzen, daher habe ich das weggemacht alles. Und ja, vielleicht sehen wir uns öfters hier in meinem Zimmer. Werden wir dann sehen. Nachher werden wir uns wahrscheinlich wieder im Flur treffen. Könnt mir ja sagen, ob das so geht mit der Kulisse, ob euch das gefällt, ob wir mehr so Schminki- und Talk-Videos machen wollen. Ja, habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe gedacht, wir machen uns schnell fertig. Und ja, ich mache jetzt auch nicht großartig hier, weiß ich nicht was. Mit meiner Haut, ich mache das jedes Mal so. Und das ist halt die ungeschminkte Wahrheit. Man sieht immer ungeschminkt aus wie der letzte Lappen. Ist einfach so. Aber so sind wir auf die Welt gekommen. Und ja, so ist es. Besser als wenn man aussieht wie eine Puppe. Aber das Hinterherergebnis nach dem Schminki, das ist halt wiederum richtig toll. So, das war es auch schon. Hab mir ein paar Mal ins Gesicht gehauen. Sage ich immer, ich mag das total, das Gefühl. Kann sein, dass ich ein bisschen nach da gucke. Also, hallo. Ja. Hab gedacht, wir probieren das Format einfach mal aus. Ich wollte schon die ganze Zeit euch auch Paletten vorstellen. Weil ich ja einige immer shoppe und wollte euch einfach auch meine Meinung dazu sagen, beziehungsweise ein paar Looks zeigen. Ich werde aber beide Augen gleich schminken. Da mache ich kein eins so, eins so. Aber vielleicht werde ich euch demnächst mal wieder mitnehmen oder ich drehe mal ein ganzes Video für über eine Woche sozusagen mit verschiedenen Looks und blende euch dann die Fotos oder die Kurzsequenzen ein. Das muss ich auch schauen, wie ich das mache. Wie gesagt, ich werde mich jetzt austesten. Als Eyeshadow Base nehme ich von NYX die Prove It Base. Ich habe den Stopper schon entfernt. Ich mag die, die ist schön sticky. Und gerade für diese Essenslidschatten ist die perfekt. Was ich an der nur nicht so gern mag, ist, dass sie die Wimpern manchmal verklebt. Und man dann, wenn man die Wimperntusche aufträgt, einfach ja, manchmal die Wimpern so ein bisschen schon fest sind sozusagen und man sie nicht mehr so gut formen kann. Das ist das, was mich vielleicht stört. Aber naja, gut.
Ich will sie jetzt aufbrauchen. Ich habe eh noch ein Backup. Ich mag die. Die creased auch nicht. Die Lidschatten, die ist klasse. Wenn ich schwitze, wenn ich auf der Arbeit bin, das Make-up sitzt wie eine Eins. Was mich halt nur nervt, ist dieses, ja, die Wimpern. Dass die Wimpern, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich mache das dann einmal. Ich bringe die dann nochmal danach in Form, dass die gar nicht so verkleben, weil ansonsten sitzen die nicht so schön mit der Wimperntusche. Und dann denkst du, die Wimperntusche funktioniert nicht. Und im Endeffekt ist es die Augenbase, die die Wimpern einfach versaut. Ne? So. Ja, keine Ahnung. Ja, ist halt Chaos hier, aber ist die Realität. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich euch mal mit beim Ausmisten. Aber momentan habe ich nicht mehr viel zum Ausmisten, also schon, aber bin gerade nicht so im Flow. Ich habe eine ganze Kiste schon also sortiert. Ja. Ich habe mich an die Bronzer gemacht. Ich habe gedacht, ich brauche eh nicht alle. Zeige ich euch dann nochmal. Vielleicht die Kiste, wenn ihr Bock habt. Als Bronzer Contour nehme ich von Catrice aus der Malaika Rise LE. So, geht weiter. Motiv war kurz oben. Ich habe gerade meine Lippenstifte hier rausgesucht. Für nachher. Beziehungsweise ich habe sie aus meinem Arbeitsrucksack rausgeholt. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele angesammelt habe. Also, ich war nämlich kurz Süppchen essen. Ich habe nämlich Tomatensuppe. Von Catrice, von der Malaika Rise LE. Cream to Powder Bronzer. Der C01 Bronze Sugar. Und ich bin gerade dabei, ihn aufzubrauchen. Den nehme ich immer. Beziehungsweise schon eine ganze Weile. Ich finde so Creme-Bronzer liebe ich total. Irgendwie mag ich lieber als Puder-Sachen. Und ja, mache ich mir mit so einem Pinsel von Ebelin. Ich glaube, ich nehme mir meinen Haarreifen zu Hilfe. Damit mir die Haare nicht als im Gesicht rumhängen. Und ja, sieht ein bisschen lustig aus, aber das macht ja nichts. Ja. So schminke ich mich immer. Jeder hat ja seine Reihenfolge. Gell? Der eine macht erst die Augen, der andere zuerst das Gesicht. Ich mache immer erst Gesicht und dann Augen. Manchmal ärgere ich mich dann, weil manchmal Glitzerpartikel runterriesen. Aber ja, so denke ich, kann man das lassen. Sieht viel ein bisschen fleckig aus, ist es aber nicht. Ich nehme mein Schwämmchen zu Hilfe und verteile das so, blende das ein bisschen in die Haut ein. Ja, so ist das. Jetzt bin ich noch gewöhnt, dass ich hier reingucke und nicht nach da oben gucke, warum auch immer, weil ich so ein bisschen schräg sitze. Jo, dann habe ich mir gedacht, wir schminken heute einen Look. Ne, das ist die verkehrte Palette. So, fängt schon gut an. Wo ist die andere Welt? So, geht weiter. Von der Essence Disney Sister LE mit Catrice, die Lion King. Mit die Palette mit Simba und Nala und Zazu. In der 02 Strong from Sunrise to Sunset. Ich liebe König der Löwen. So sieht die Palette aus. Wollen wir ein bisschen Swatchy-Watchy machen? Ich weiß noch gar nicht. Ich habe gedacht, ich habe meinen Kuschelpullover an, weil ich ja heute eh daheim bin. Ihr seht mich öfters in meinen Kuschelsachen. Ich ziehe mich da jetzt auch nicht extra irgendwie schickimicki um für ein Video. Ich denke, so sehe ich ja trotzdem ordentlich aus. Und habe gedacht, ich schminke irgendetwas hier mit Pinky und Rosa. Da ist der Ton mit dem Cake Eyeliner. Den können wir ja auch dafür dann nachher benutzen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir ein paar Swatches.
Your Majesty. Dann Sparkling Dots. Little Secret. Das ist jetzt nicht. Das sind sich sehr ähnlich, die Töne. Machen wir mal. Einmal da. Einmal da. Und einmal da. Das ist so ein Duochrom hier, der da. Man so sieht, da ist so rötlich. Es ist diese mit den Pünktchen. So praktisch hier. Der und der. Den habe ich geswitcht. Ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden, aber der erste ist mir schon eigentlich fast zu pinkig. Zu pink-orange ist der. Der sieht überhaupt nicht so aus. Ist er aber. Der zweite ist schön. Der andere ist auch so ein zwischen Orange, Gelb und Rosa. Und der andere ist pinkig. Swatchen wir nochmal einen anderen Ton. Der da vielleicht. Der ist ja krass pink wahrscheinlich. Die sind alle. Ich habe auch trockene Hände. Sieht auch ein bisschen blöd dann wahrscheinlich aus, aber das ist auch der pinkeste. Wie ihr seht, er wechselt erst recht nach Orange. Der wird sogar sehr gut mit dem. Der wird sehr schön mit dem zusammenpassen, weil die alle so ein, also weil die beiden so einen orangenen Unterton haben. Ich könnte mir den auch richtig gut im Außenwinkel mit ein bisschen Braun vorstellen. Die drei kombiniert. Ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir noch mal ein Swatch von Sarabi. Den kann man in den Winkel machen. Da. Ja, ich weiß, meine Lichtverhältnisse sind nicht so dolle. Und den, da könnte man auch noch mal probieren. Ah, der ist knallorange. Halleluja, ey. Der ist wirklich orange. Der ist richtig orange. Jo. Mal den Lila noch mal versuchen. Richtig hell. Der changiert aber auch richtig. Ja. Den kann ich mir auch richtig schön mit einem Braun vorstellen oder mit dem Pink. Ja. Ja, die sehen jetzt, die Swatches sind jetzt nicht so schön, weil ich wirklich trockene, furztrockene Hände habe. Also, ich habe euch den geswatcht, den und den und den. Ja. Kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich habe mir die Lidschatten ein bisschen ja nicht so pinklastig vorgestellt. Obwohl ich ja Pink sehr mag. Aber ich denke, ich habe schon einen Look im Kopf. Ich nehme jetzt zuerst diesen Lidschatten. Das ist der Blossoming. Ja, dafür nehme ich halt das Tüchelchen. Den werde ich jetzt auf mein äußeres Auge auftragen. Da nehme ich ja Pinsel gewaschen und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Die habe ich liegen noch gehabt. Machen wir gleich noch eine Deklatterung nebenbei. Guckt euch den Pinsel an, was mit dem passiert ist. Das ist einer von Cosmetic Forlash, nee, von Cosmetic Cosmo damals noch. Guckt mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist ein Haar, der ist komplett misshandelt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, als hätte einer dran gefressen. Und der vom Ebelin, die gibt es ja so gar nicht mehr. Der ist auch so borstig. Hier, guck mal, was da kommt. Da kommen die Haare raus. Weiß nicht, was
was das ist. Ich habe die, den habe ich zweimal vielleicht verwendet und ich weiß jetzt nicht, das ist schon ein bisschen älter. Ich habe ihn nicht verwendet und jetzt wollte ich ihn gerade mal noch mal ausprobieren und der verliert Haare und den habe ich gemocht und ja, der ist leider missraten. Pinsel von BH Cosmetics von der Alicia Marie LE Kollektion, wie auch immer, gehe ich in den pinken Ton. Ich hoffe, das geht noch mit meiner Eyeshadow Base klar, weil ich ja jetzt unten essen war. Meine Eltern wohnen mit im Haus. Und ja, ist die Base natürlich nicht mehr so sticky. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Ihr seht nicht viel, ich sehe genug. Leider. Im Spiegel sehe ich besser als hier, weil ihr könnt es bestimmt einigermaßen sehen. Ja, es ist halt ein Versuch, ne? Neues Format zu filmen. Ich muss halt auch mal mitnehmen beim Schminken. Ja, der sieht schön aus. Ich habe hier Küchenrolle auf meinem Schminktisch ausgebreitet. Kann sein, dass die ein bisschen kraspelt. Ich nehme mal die Finger jetzt und mache das nochmal ein bisschen intensiver. Ja, sieht schon schön aus, die Farbe. So orange-pink mag ich eigentlich total gerne. Ich habe gedacht, der wäre eher kühles Pink, aber dass der einen orangigen Unterton hat, habe ich jetzt nicht bedacht. Und die Farben sind schon intensiv. Ja, schön. Ich finde, irgendwie haben die was an den Lidschattenpaletten gemacht. Die sind ganz anders von der Qualität. Ich finde, sie sind viel besser und einfacher im Auftrag. Die krümmeln nicht mehr so stark. Und also ich bin mit der Lidschattenqualität vollkommen zufrieden. Ich weiß, dass viele gemeckert haben und sowas, dass die nicht so gut pigmentiert sind, aber zumindest die letzten Kollektionen, aber die hier finde ich klasse. Also da haut es gleich ein eigentlich um. Ja. Dann nehme ich nochmal den anderen Lidschatten. Das ist der Your Majesty. Und ich packe den mir hier so auf das bewegliche Lid. Ich gehe dann nochmal mit dem Finger drüber. Ja, die Base ist halt nicht mehr so sticky, deswegen geht es auch nicht mehr so leicht, weil ich ja weg war. Normalerweise, wenn man sofort drauf appliziert, dann ja, haftet der Lidschatten super drauf. Ja. Was macht ihr an Ostern eigentlich? Ist ja auch grüne Soße oder so? Je nach Region, wie hier in Hessen. Das ist voll die Tradition. Mit grüner Soße aus der Frankfurter Gegend sozusagen. Ich sage immer grüne Wiese Soße, weil ich finde, die schmeckt auch nach grüne Wiese. Schmeckt sehr köstlich. Ist auch nicht jedermanns Sache, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, es ist peachy rosa geworden, irgendwie. Nochmal den anderen im Augenwinkel noch ein bisschen raus. Ja. Ja, so
Schimmerlidschatten machen manchmal richtig so Falten, gell? Wenn die Haut dann nicht mehr so betroffen, was ist betroffen, wenn die nicht so dick aufgetragen sind, die Sachen, die Produkte, die Sachen, ja, dann sieht das gar nicht so übel aus. Ja, ich denke, so kann man es lassen. Ich denke mal, ja. Den würde ich mir mal in den Augenwinkel machen. Den Augenwinkel machen? Sag mal, was erzähle ich euch für einen Quatsch? Der kommt jetzt in den Innenwinkel. Der gepunktete hier. Hallo? Sparkling Dots und ein bisschen so hier auf dem, hier so auf den ersten Drittel, würde ich mal behaupten, noch mal so ein bisschen, so ein bisschen hellere Highlight. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das sieht bestimmt nicht so vielsagend aus, aber es knallt schon ordentlich. Ich werde euch dann vielleicht noch ein paar Bilder einblenden. Oder, ja, denke ich schon mal. Ja, ich mag gerne so pinke, orangige Geschichten. Und vor allem im Außen-Innenwinkel liebe ich es auch total. So ein bisschen das zu intensivieren. Ich mag es einfach, das leuchtet so schön und so frühlingshaft, finde ich. Ich meine, ich schmink mich gern pink-rosa und sowas, gell? Ich schmink mich auch ab und zu mal nude, aber meistens bin ich bunt unterwegs. Das kennt mich jeder fast nur bunt. Hier. Das dazu vorerst. Ich feg mir dann immer mit einem Pinsel noch hier so. Ja, das Fallout, was nicht so viel Fallout, Gott sei Dank, ist. Was ich noch gerne auftrage, ist hier ein Kajalstift. Das wird nicht sein. Muss ich in meiner meine Schublade gucken. Ich quatsch und scheiße heute. Dann nehme ich von P2 Keep the Secret Eyeshadow Pencil. Uralt, aber taugt immer noch was. Ja. Macht immer komische Fratzen beim Schminken. Das sieht immer sehr spooky aus. So, dann nehme ich noch einen Pinsel. Den nehme ich als Aneinanderpinsel und dann nehme ich für die untere Wasserlinie einen von Zu Eva, den Smudger in der 226. Ja. Und dann, ich mache immer Kajalstift und dann drauf immer Lidschatten. Das mache ich schon immer so. Ich mache nie nur Lidschatten auf den unteren Wimpernkranz. Weil ich schon seit Jahren wird es auch nicht ablegen wahrscheinlich, weil ich mich schon immer so schminke. Weil ich finde, es haftet mehr und ist intensiver, als wenn einmal der Wind einen in die Augen bläst und dann ist das Augen-Make-up halb nur so intensiv. Ja, die Farben sind schön. Man sieht es ja jetzt im, ne? Ihr seht das Auge eher als da, weil da das Licht von meinen Schminkspiegeln kommt. Ja, ich nehme noch mal ein bisschen den Cake Eyeliner Young Master. Werde ich dann noch mal auftragen. Ein bisschen hier dunkler machen. Ja, passt perfekt. Passt perfekt und den werde ich mir auch noch mal
und den Außenwinkel nochmal auftragen in Trocken. Ich nehme mal hier ein bisschen Dimension, ganz leicht nur, ein bisschen Tiefe schaffen. Ja, könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch von der LE einiges zugelegt habt oder ob ihr euch nur für bestimmte Sachen entschieden habt. Ich meine, die Sachen sind ja auch jetzt noch teurer geworden. Aber ich habe mir fast alles aus der, also fast alles ist übertrieben. Ich habe mir außer eine Palette von Essence, die ein bisschen rötlich-brauntöne beinhaltet, die habe ich mir nicht mitgenommen, weil sie mir einfach zu langweilig war und zu rötlich, zu kupferlastig, und ich mag Kupfer, aber die war richtig warm und das war mir, ich habe so viele warme Paletten, die verwende ich kaum und ja, so, guck mal, so, ich habe es jetzt gemacht, dann nehme ich noch die andere Seite und gehe nochmal in den Pinkton rein und das nochmal hier so drauf tupfen. Ja, so ist mein Ammo eigentlich schon fertig. Mal hier ein bisschen in den Innenwinkel gehen. Ja, auf jeden Fall, was habe ich jetzt angefangen zu erzählen? Ja, die LEs werden auch immer teurer. Und ich finde, man muss auch nicht alle Lidschatten davon kaufen oder Produkte. Ich habe es eigentlich total auf die ja, auf die Paletten abgesehen, auf die Blushes. Was mich noch interessiert hat, beziehungsweise was ich nicht wusste, so ungefähr, dass es die Kajalstifte gibt. Die habe ich mir mitgenommen. Ich wollte unbedingt dieses Tonic, diesen Toner haben, aber der war so fest in der Flasche. Ich hätte den mit meinen Händen nie im Leben ausdrucken können, weil ich sowieso Probleme habe momentan. Und es wird sich auch die nächste Zeit auch nicht ändern, dass ich Probleme habe mit meinen Händen und gar keine Kraft habe, ja, die Produkte auszudrücken und meinen Mann dauernd zu belästigen, habe ich auch keinen Bock drauf. Und ja, ich werde jetzt diesen Cake Eyeliner testen. Ich werde aber den einsprühen, aber auf meinem Tuch. Ich will das nicht in die Lidschattenpalette spüren, sonst habe ich vielleicht Hardpan oder so ein Kram. Das ist ja natürlich viel zu feucht. Ja, das war mir ja klar. Ja, der wird bestimmt Hardpan haben. Gehe ich auch mit von der Alicia Marie mit der 9, mit dem 9er Pinsel rein und werde mir hier so einen Eyeliner ziehen. Ja, und dann wollte ich meinen Mann natürlich auch nicht belästigen. Oh, gut aus. Schöne Eyeliner in Braun. Ist auch nicht immer so hart in Schwarze. Ja, und dann habe ich es gelassen. Dann gab es ja noch Serum. Serum habe ich noch von der letzten oder vorletzten LE. Habe ich auch noch eins von meiner Freundin Kathi geschickt bekommen. Von Pocahontas oder so. Und da habe ich mir gedacht, nein, lass es sein. Machst erstmal alles leer, das ist unnötig, du benutzt die anderen Sachen auch nicht so unbedingt. Die Eyeshadow Base habe ich verglichen, das ist dieselbe von der LE wie diese hier von Essence. Da habe ich die Rückseite komplett, das ist nur wegen dem Packaging, aber die Base ist dieselbe. Daher, ich mag die schon nicht und da hätte ich mir voll ein, ja, hätte ich einen Fehlkauf getätigt, wenn ich die mitgenommen hätte. Die Lippenstifte waren mir zu glossig. Daher habe ich die auch liegen lassen. Ja, ich mag eigentlich mit Lidschatten keine Eyeliner ziehen. Ich finde, obenrum ja, aber der Wing sieht immer kacke aus. Ist einfach so. Ist nicht mein Ding. Aber sieht ganz gut aus. Kann man so lassen, denke ich mal. Ja. Und es krümmelt ein bisschen. Es krümmelt. Ja, die Blushes. Einen habe ich bekommen.
wie auch immer, einen musste ich mir bei Cosmetic for Less bestellen, nämlich hier den, der Nala. Ja, der war überall ausverkauft und ich hatte keine Lust und keine Zeit, weil ich auch arbeite. Meistens sowieso nachmittags arbeite. Ich bin in der Spätdienstfraktion. Und ich hatte keinen Bock mehr vom Spätdienst den Stress zu machen und da überall rumzueiern. In manchen Filialen gab es die LE schon, da war alles abgegrast, in anderen war es noch nicht. Dann habe ich gefragt, wovon habt ihr die Sachen oder wann bekommt ihr die? Ja, da und da. Da werden die sowieso nicht an dem Tag ausgepackt und am nächsten Tag da wieder rumzufuchteln. Ich habe da keinen Bock drauf. Sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Und daher habe ich es bestellt. War auch erst ausverkauft irgendwie. Und dann hat man es doch bekommen können. Also diesen Stress will ich mir einfach auch nicht geben mit den LEs. Nur weil die Sachen, ich meine, man will die Sachen schon irgendwie haben. Aber mir ist der ganze Aufwand ist mir überhaupt nicht wert, dem Zeug hinterher zu rennen. Sorry, wenn ich ein bisschen schniefig bin. Ich erkälte ein bisschen. Ja, auf jeden Fall hatte ich keinen Bock mehr, diesen Zirkus zu machen. Und ja, habe ich bestellt. Zeige ich euch auch noch. Mache ich noch ein Haul dazu. Ich nehme den Blush bestellt und bin bei Jaya ausgerastet. Ich habe einige Masken bestellt, meine Lieblingsmasken und Handcremes, wo ich gar keine Handcremes brauche. Aber für die Arbeit habe ich gedacht, die Barrierecremes und so will ich unbedingt mal testen. Ja, also der Lidschatten ist schön für einen Eyeliner, aber nur für oben oder halt da. Aber für einen Wing, ich mag es nicht. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht so gut. Es sieht okay aus, aber es könnte schöner sein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, gefällt mir nicht so. Ja, ich glaube, ich lasse es, sonst sehe ich aus wie der Horst. Sonst sieht das noch schlimmer aus wie überhaupt. Ja. So, dann tragen wir noch Concealer auf. Da habe ich auch vom Catrice den Camouflage. Ich mache alles leer, was ich habe. Ich kaufe keinen neuen Concealer. Mich würden einige jucken, aber ja, ich werde keinen holen. Aus Prinzip nicht, weil ich alles aufbrauchen möchte, was aufzubrauchen geht. Was nicht mehr gut ist, kommt weg. Und ja, ich mache immer nur so ein bisschen Concealer. Ich brauche eigentlich keinen Concealer. Ich habe nicht Schatten unbedingt. Ich habe eher Schwellungen, aber die kriege ich eh nicht weg, auch mit dem Concealer nicht. Man sieht sie trotzdem. Das sind meine Nächte. Ich schlafe nicht so gut, beziehungsweise ich gehe spät ins Bett. Deswegen bin ich meistens im Spätdienst tätig, weil ich sonst nachts nicht zur Ruhe komme. Dann schlafe ich nur 2-3 Stunden und irgendwann kann es mich begraben. Ja, so, den Blush nehmen wir mal. Maxi Blush Essence mit der süßen Nala und die 02 Can You Feel the Love Tonight? Die, 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 die. So ein geiles Lied, ne? Der ist so ein bisschen braun, altrosa, passt zu meinem Oberteil perfekt. Aber bevor wir das machen, möchte ich mir nochmal die Stirn ein bisschen abpudern. Dann nehme ich. Was ist das für ein Puder? Von Maxim und Rival de Look Kollektion habe ich mir umgefüllt hier in so ein anderes, weil das da mit dem Sieb kam ich nicht mehr klar, weil das fast leer ist. Und da habe ich mir das einfach in so ein altes Catrice-Döschen, ist das Catrice-Döschen? Ja, Catrice-Döschen umgefüllt und kann das somit aufbrauchen. Ich habe ja auch fast, es ist fast leer, wie ihr sehen könnt. War nicht mehr viel drin, dann mein Lieblingsessensschwämmchen. Und dann puder ich mir einfach die Stirn ab und mache da nicht so viel Geschiss. Irgendwann glänze ich bestimmt sowieso. Und den Eyeliner werde ich nicht abpudern.
Eyeliner, den Concealer pudere ich nicht ab, weil, ja, da sehe ich aus wie eine alte Frau. Ich habe eh schon trockene Augenpartie. Und ich finde, ich brauche es nicht. Der kriecht mir sowieso nirgendwo hin. Wo soll denn der rumkriechen, wenn, ne? So, und dann wollte ich noch den Lidschatten ein bisschen verblenden. Habe ich vorhin irgendwie vergessen. Einfach mal hier. So, ich gehe mal so ein bisschen mit so einem Nude-Ton. Da habe ich auch hier gerade so eins in, fast aufgebraucht. Das war in irgend so wie so eine CD sah die Lidschattenpalette aus. Uralt. Und da habe ich den Lidschatten noch genommen, weil ich dachte, die anderen habe ich alle entsorgt. Mit die kannst du knicken dann. Aber der Ton ist eigentlich vollkommen okay zum Verblenden. Dachte ich, kannst du den noch leer machen. Noch dreimal, viermal und dann ist er alle. Jo, ich springe mit meinen ganzen Gedanken und Themen hin und her. Auf jeden Fall von der LE noch, um darauf zurückzukommen, weil heute soll es ja um die LE eigentlich gehen. Die Augenbrauen mache ich mir mit Rival Loves Me Augenbrauenstift. Eyebrow Gel Pen in der 03 Ash Brown. Der ist auch fast leer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich mag den auch nicht mehr so wie früher. Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich habe noch einige auf Vorrat. Ich muss dann schauen, was ich mir da für meine Augenbrauen. Dann, ja, einfallen lasse. Eigentlich sieht das ja nicht schlecht aus. Ich mag es auch eh ein bisschen dunkler. Ich verblende das dann eh noch mit der Bürste. Mit dem Augenbrauengel. Ich meine, meine Augenbrauen sind nie Zwillinge, sind auch kein Cousin und kein Cousins. Ne? Sind eh ein bisschen so breiter und bei oben fehlen mir immer die Haare, warum auch immer. Hier unten, da sprießen sie, hier, da ist so eine Locke, die will ich aber auch nicht abzupfen oder abschneiden, weil ich hier sowieso schon nicht so viel Haare habe. Aber guckt hier oben, hier, da könnten ein paar Haare wachsen. Ich habe momentan auch so ein Augenbrauenserum, habe ich aus einem Tauschpäckchen, das taugt nichts, das macht nichts, das taugt nichts. Ja. Okay, die LED-Lippenstifte waren mir zu glossig. Die Pinsel habe ich mir mitgenommen. Da hatte ich mir, habt ihr auch im Haul gesehen, den da mitgenommen. Das ist der Simba-Stift. Den Eyeliner-Pinsel habe ich mir nicht mitgenommen, weil ich brauche keinen Eyeliner-Pinsel. Ich habe genug und verwende die sowieso kaum. Dann habe ich mir noch den vom Dschungelbuch den Puderpinsel mitgenommen und den Stippling Brush, glaube ich, ist das. Von Catrice. Zum Blush auftragen finde ich den cool. Oder vom Puderbronzer finde ich den mega. Ja, das habe ich mitgenommen. Ansonsten, wie gesagt, außer die eine Palette, die ganzen Paletten. Und beide Blushes habe ich mitgenommen. Ja, das habe ich gemacht. Dann gab es ja noch, was gab es denn da noch für Sachen? Oh, lass mich überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, was es dann noch alles gab. Die Seren, Pinsel, Blushsticks gab es auch noch, habe ich auch nicht mitgenommen. Weil ich Blushsticks nicht unbedingt mag. Und ja. Das dazu. Einen Moment. So, Augenbrauen sind fertig soweit. Jetzt kommt noch Augenbrauengel von Essence Little Eyebrows Monsters. Von Essence die Little Eyebrow Monsters. LE. In der 01 Ernie Knows Best. Ja, ich habe, wie ihr seht, alte Sachen, aber die benutze ich jetzt auch. Damit die mir nicht vergammeln. Die Bürste ist halt auch Monsterbürste. Ich mag es total, dieses Augenbrauengel. Ich finde, es betont immer so die Härchen.
und färbt dann noch mal so ein bisschen, ja, es macht so ein bisschen Struktur der Haare. Weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Aber ich mag es total. Ich hier vorne immer lange Haare habe, aber dahin, da fehlen welche. Aber wenn ich das so einbürscht, dann sieht das immer eigentlich recht gut aus, finde ich zumindest. Mir gefällt's. Ist auch nicht so balkenmäßig. Ja, das war das zumindest. Jetzt wollte ich eigentlich mit euch den Blush austesten. Ich habe von wegen Blush. Wir testen jetzt den Blush aus und dann fange ich mit der Augenbraue an. Das ist total wieder professionell. Ja, dann nehme ich meinen Pinsel von Rival de Loup, Rival Lost Me, was weiß ich, keine Ahnung, mit diesem Glitzi-Flitzi. Das ist von der früheren LE und ein abgeschrägter. Ich mag den total. Der ist ja sowieso schon rosa. Dann gehe ich mal in den Blush. Und dann schauen wir mal. Ja. Ihr seht natürlich nicht so viel wie ich. Das ist gemein. Das kommt nicht so in der Kamera immer rüber. Ich weiß, die schlucken immer. Habe ich schon gehört, dass, ne, man muss sich overblushen, dass man überhaupt irgendwas sieht. Aber er ist rosé. Nude, würde ich mal sagen. Und der passt auch zu allen Make-ups. Solche Blushes liebe ich. Oder auch so korallige, die auch zu allem passen. Mit einem kühlen Unterton. Je nachdem, ich mag eher sowieso so rosa, pink, nude. Pink nicht, aber rosa. Ja, rosa so. Und der ist wirklich schön. Der macht so einen gesunden Ton. Siehst du richtig fresh aus. Ihr könnt es hier doch sehen. Guckt. Richtig schön. Und kein Fallout. Kein gar nichts. Man sieht, als hätte man den noch überhaupt nicht benutzt. Und ich bin ordentlich reingegangen. Also mega. Jo, der gefällt mir sehr. Da freue ich mich schon auf den Peachigen. Den habe ich auch noch nicht getestet. Vielleicht teste ich den demnächst mit euch, mit der anderen Palette, nämlich mit dieser hier. Ja, ich werde ein paar Looks aufnehmen. Vielleicht nicht so viel labern. Aber guck mal. Die ist auch voll hübsch. Ich habe auch schon ein paar Looks im Kopf, besonders mit Olivgrün. Und ich mag einfach Peach-Töne, so diese peachigen Töne. Die ist auch noch jungfräulich. Und der dunkelbraune gefällt mir. Ich hoffe, der ist nicht fleckig. Jo, werden wir sehen. So, als Highlighter nehme ich von Rival de Loup Young diesen Travel-Holic Highlighter, LE-mäßigen. Der sieht so süß aus wie aus von Malediven. Jo, ich liebe den irgendwie. Man sieht schon ein bisschen eine coole. Weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ich mag den. Dazu nehme ich einen Pinsel vom Body and Soul aus Müller. Das ist mein Lieblings-Highlighter-Pinsel. Den gibt es aber momentan irgendwie gar nicht mehr. Oh, dann wird hier schon Highlighter gepinselt. Der schöne Glow. Ich mag so rosé, kühle Highlighter eigentlich lieber als goldige, aber es muss so diesen Glow lassen. Seht ihr den? Auf die Nase mache ich keinen Highlighter, da bin ich immer, also ich trage nie auf der Nase einen Highlighter auf. Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch niemals machen, warum auch immer. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich finde, meine Nase, was soll ich da jetzt betonen? Irgendwie, keine Ahnung, I don't know. So, das dazu. Jetzt noch die Augen, die Wimpern. Essence Eyeshadow, Lash Base Mascara habe ich zwei Stück. Die eine habe ich noch nicht angebrochen. Doch, die habe ich glaube, die habe ich angebrochen. Die andere noch nicht. Da habe ich die auch angebrochen. Ich habe nur zwei von denen. Man sieht, die sieht irgendwie neuer aus, zumindest von dem Sticker hier. Die habe ich aber auch schon benutzt, glaube ich schon mal. Ja, die habe ich auch schon benutzt. Aber die ist noch fast voll und die ist fast leer. Also nehme ich die Base. Ich nehme sie immer schon seit Jahren, aber die andere mag ich lieber. Die habe ich auch noch. Da, die da. Das ist meine Lieblings-Primer, Base für die Wimpern. Und die mache ich jetzt leer, damit ich die andere benutzen kann, weil die einfach besser ist.
Das ist besser. Ich mag das Bürstchen. Das andere ist so ein Plastikbürstchen. Das hier ist ein Faserbürstchen. Aber die tun alle ihren Job gut. Und ja. Verlängert einfach die Wimpern und verdichtet sie. Ich mag's. Ich wollte vom Maybelline diese neue mit dem dunklen Primer probieren, aber ich will erstmal meine aufbrauchen. Wenn die 3 Euro kosten würde, hätte ich mir die noch zugelegt, aber für 10 Euro oder 12 oder was die kostet, brauche ich erstmal meine auf. Bis dahin kommt vielleicht nochmal was anderes rein. Genau wie Wimpern, Tuschen. Ich versuche keine neuen mehr zu kaufen. Die einzige neue, die ich mir zulegen werde, wird die neue Bounce Mascara sein. Die ist Babylila. Und ja, weil ich die andere schon so liebe, ja, werde ich die mir zulegen. Ja, guck mal, wie lange die Wimpern macht. Ja. Also, es lohnt sich, so eine Base zu benutzen. Finde ich zumindest. So, dann nehmen wir Catrice. Lashes to Kill gibt es auch schon nicht mehr, aber ich habe sie noch nicht offen gehabt und habe sie jetzt angefangen vor kurzem zu benutzen. Die ist aber auch fast leer, so ein Bürstchen. Und ja, möchte alles aufbrauchen und gucken, was taugt nichts. Sonst, was trocken ist oder irgendwie riecht, wird es weggeschmissen. Und ich möchte dann nur noch begrenzt vielleicht 5 Mascaren haben und nicht 30, nicht 20 oder sonst irgendwas. Also davon möchte ich wegkommen. Ja, macht schöne Wimpern. Weiß nicht, man muss immer so ein komischer. Da kommt aber auch nicht mehr so viel Farbe ab, falls ihr sehen könnt. Ja, die ist fast leer. Ich mag sie aber sehr. Aber ich würde mir auch nicht mehr nachkaufen. Ich glaube, die gibt es ja sowieso nicht mehr. Wer die neuen, aber von der einen kriege ich immer so eine Entzündung am Auge. Als würden sich die Wimpern verkapseln wie so ein Grieskorn oder wie das da heißt am Auge. Gerstenkorn. Gerstenkorn, glaube ich, heißt es. Und dann habe ich immer so eine Schwellung und so ein gerötete Fläche. Und das tut so weh hier, gerade hier innen. Nicht oben, sondern innen. So, es ist immer nur von der einen Wimperntusche. Ich glaube aber, die Zacken sind so spitz, dass sie mir immer das Auge verletzen. Unbewusst, ich piek's mir ja nicht ins Auge, aber irgendwie gibt es immer wie so Mikroverletzungen. Und diese machen so diese Verkapselung. So habe ich das Gefühl. Und von welcher Wimperntusche ich spreche, ist eigentlich von dieser hier. Catrice Max It Volume and Length Mascara. Und eigentlich liebe ich die total. Die macht so schöne Wimpern. Ich mag auch die Bürste. Aber irgendwie verletze ich mir immer das Auge damit. Ich traue mich, die gar nicht mehr zu benutzen. Aber ich werde sie demnächst einmal testen und wenn ich wieder, ich tue mir das an, und wenn ich wieder sowas bekomme, dann kommt die weg. Weil ich bin immer der Meinung, es war immer nach dieser Mascara, wenn ich die benutzt habe. Ja, das mache ich mal. Tue ich mir die Schmerzen ein paar Tage an. Weil viele Mascara-Schichten macht ihr drauf. Ich mache das immer so je nach Aussehen, ehrlich gesagt. Zu verklebt sollen die nicht sein. Also denke ich, ist ganz gut. Und ziehe die dann noch mal hoch. Ja. Denke ich mal, so geht's. Ja, Mascara ist wichtig. Augenbrauen und Mascara. Ist für mich hoch und heilig dumm. Wenn das nicht sitzt, dann kannst du den Look schon vergessen. Finde ich zumindest. Ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ah, hier ist mein Wattestäbchen. Gucke ich immer, ob ich mir irgendwas da denkst. Und ich biege mir die Wimpern immer nochmal hoch. Mit
mein Mathestäbchen. Ich gehe immer noch mal hier so und biege sie mir hoch. Ich benutze keine Wimpernzange. Ich finde, ich brauche auch keine Wimpernzange, aber das macht es dann doch noch mal ein bisschen nach oben, ohne dass man irgendwie sich die Wimpern abbricht oder sonst irgendwas. Und dann nehme ich jetzt noch für die unteren Wimpern, unteren Wimpernkranz von Essence, von der Multi Action Black is Black Mascara mit den normalen Faserbürstchen, nichts Spektakuläres. Ja, die ist auch fast leer. Die hatte ich eigentlich auch schon mal aussortiert, weil die irgendwie komischen Klumpen rausgezogen hat, aber irgendwie funktioniert die wieder, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich brauche unten immer Mascara. Hab auch nicht so lange unteren Wimpern. Aber so ein bisschen Struktur, ein bisschen, wie man sie sieht. Finde ich ja nicht so schlecht. So, ich glaube, das reicht, sonst sieht das scheiße aus. Der Cheeket. Ja. Ja. So denke ich, kann man es lassen. Jetzt wird nochmal Fixing Spray aufgetragen. Dann nehme ich momentan, wenn mich manche vielleicht auch steinigen, von Alverde das Erfrischungsspray mit Bio-Kokoswasser, das ist noch gut. Es ist noch nicht mehr so viel hier drin zumindest, aber in meiner anderen Flasche. Ich habe das in so eine Glasflasche umgefüllt, weil das einen schöneren und feineren Sprühnebel hat. Ja, so mache ich das immer. Dann wird das nochmal mit dem Ei eingearbeitet. Gibt es schön Glow an der Wange und für Schmelzen von den ganzen Produkten. Und ja, man kann sich nicht beschweren. Dann gehe ich noch mal mit dem Puder noch drüber. Bisschen zumindest. Ich habe mir auch hier so ein Dingens hier, so ein Ventilator gekauft, aber ich mag den nicht, denn der ist vom Action. Ich werde mir noch einen anderen zulegen mit einem USB-Kabel, weil der ist mit Batterie, dass ich noch mal so hier den da machen kann. Aber ich habe mir es abgewöhnt. Ich klopfe das immer schön mit dem Ei ein und habe keine Tropfen und irgendwas. Und gut ist, dann gehe ich noch mal hier auf die Stirn, dass das da nicht so glänzt, und auf die Nase, und mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich finde, natürlicher Glow sieht immer gesund aus und nicht so totmatt, und man sieht aus wie so eine Puppe, künstliche Puppe, keine Ahnung. Mein Dingenstier, mein Haarreifen. Ich hatte einen Haarreifen, der ist total kaputt. Das ärgert mich total. Das war jetzt schon der zweite von Ebelin. Und dann hatte ich den hier noch, den Zacken da. Ich weiß auch nicht, warum ich mir den damals gekauft habe, aber ich finde den nicht schlecht. So, ja, ich denke, so geht's. Mein Pony, ich habe jetzt auch nicht mit Rundbürste gearbeitet. Was soll ich mich jetzt hier? Hab einen Dödel auf dem Kopf und gut ist. Ich werde noch mal kurz mit dem Blush noch mal drüber gehen. Das mache ich immer meistens noch mal einmal durch. So ein bisschen. Und noch mal mit dem Highlighter-Pinsel gehe ich auch noch mal hier so durch. Ja, und das war's auch schon. Mehr mache ich auch gar nicht. Das ist so meine Routine. Die mache ich jeden Tag. Nur mit anderen Lidschatten. Lippenstift mäßig. Ich weiß es nicht. Es
ist mehr pink. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe irgendwie in Nude. Uralter von P2. Wieder mal, also ihr seht hier Retro-Sachen von mir. P2 Pure Color Lipstick in der 012 Kärntnerstraße. Und ich versuche ihn momentan aufzubrauchen. Da ist auch nicht mehr viel Produkt und ich mag den. Der ist schön shiny, obwohl ich shiny Produkte gar nicht mag. Aber für den Alltag oder für die Arbeit tut das vollkommen. Und ja. Habe ich ihn da auf der Nase? So sagt mir keiner was. Nee, finde. Wimperntusche? Nee, ein Fussel. Ich dachte schon von der Wimperntusche. Das wäre es jetzt lustig gewesen. Ja. Ja, so ein schönes Nude. Kühles Mauve Nude. Und das war's, meine Lieben. Ja. Ich gehe mal näher dran. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ihr könnt einiges erkennen. Mit Eyeliner, jo, und kann die Wimpern verdichten. Ich finde mit der ohne Wink sogar. Finde ich das ganz schön. Ja, der Blush. Jo. Hab heute eine Peel-Off-Maske gemacht. Ich hasse Peel-Off-Masken, aber ich bin gerade alle aufzubrauchen. Ja. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich hoffe, euch hat das Videoformat gefallen. Würde mich über ein Feedback in den Kommentaren freuen. Und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Aktiviert gerne das Glöckchen, dann seid ihr immer auf den neuesten Stand meiner Videos, dass sie kommen oder dass ein neues Video online ist. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin und macht's gut. Bis bald. Tschüss. Noch kein Tschüss. Ich wollte euch eigentlich noch was zu der Palette sagen. Ich habe mich war wieder mal zu schnell. Also, ich wollte euch noch mal ein kleines Feedback zu der Palette sagen. Ich finde die Palette sehr schön. Ich finde, sie ist aber nicht so vielseitig wie die anderen Paletten. Von der, welche habe ich denn? Einen Moment, ich zeige euch die Palette mal. Jo, ich wieder heute voll Chaos pur, aber Schnuppelwurst. Von dieser Palette hier, zeige ich euch mal die, guckt mal wie viel. Ich habe schon alle Farben davon benutzt. Also die komplette Palette habe ich 2 Wochen durchbenutzt und ich bereue es zutiefst, dass ich euch da nicht mitgenommen habe, weil die ist wirklich sehr gut. Sie ist sowas von abwechslungsreich. Ihr könnt so viele Looks damit schminken. Mit dieser werde ich nicht, also schon viel Freude haben, aber so abwechslungsreiche Looks werden es nicht, weil es ja wirklich nur pink und braun, rötliche Töne sind und ja, ich glaube nicht, dass ich damit 10 Looks schminken kann. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Aber sie ist dennoch sehr schön, wenn man rosa, pink und ein bisschen Peach mag und dieses schöne Lila, das werde ich demnächst auch mal in den Look integrieren, dann kann man die Palette sehr wohl kaufen und auch von der Lidschattenqualität ist sie, finde ich, sehr, sehr schön. Also die haben irgendwas gemacht, die sind viel besser wie die anderen Vorgänger. Und der Blush ist große Liebe und ich bin froh, dass ich den nochmal bekommen habe. Würde ich den nochmal bekommen, würde ich mir ein Backup sichern, aber ich habe eine ganze Kiste voller Blushes. Ich glaube, ich habe bestimmt über 100 Blushes, die jetzt auch nach und nach verwendet und aussortiert werden. Meine Lisa findet auch mein Amu bestimmt schön. Ja, fragt mich nicht, ich habe das Einhorn Lisa genannt. Mein Mann hat mir den... hat mir das Einhorn geschenkt. Ich glaube, wir waren im Teddy und da war er da und oder es da und ja, er hat es mir in die Hand gedrückt und hat mir es geschenkt. Ich habe auch noch ein Foto mit dem, als ich noch kurze Haare hatte und ja, das ist Lisa. Und ja, es war halt ein bisschen ein Video mit vielen nostalgischen Sachen.
Ja, werdet ihr öfters vielleicht in meinen Videos sehen und ja, gebt mir gerne ein Feedback, ob euch das Format gefallen hat. Würde mich sehr interessieren und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein würdet. Und jetzt höre ich euch auch voll zu labern und mache mit dem Video jetzt Schluss und wir sehen uns bei meinem Aufgebrauch-Video. Tschüss, macht's gut, ihr Lieben.